Roger Köppel, ja, herzlich willkommen. Ich muss sagen, ich bin offenbar herzlich willkommen. Das sind da deine heiligen Podcast-Hallen. Ja, so also heilig sind sie nicht, aber das ist mein Arbeitszimmer. Und ja, von da nehme ich den Weltwoche Daily auf, da schreibe ich, da arbeite ich. Ja, ja. Schauen zum Fenster aus. Genau, da hat man noch das E. Ne? Also das ist jetzt nicht mehr das Zürich Industriequartier, ja, sondern das Solike. Was hat dazu geführt, dass du da hingezogen bist? Ja, wir haben einfach nach der Covid-Zeit müssen den Mietvertrag verlängern und ich habe dann mal ein bisschen umgeschaut nach Alternativen. Und durch Zufall haben wir eigentlich das entdeckt, da in Solingen, und das ist eigentlich vom Arbeitsweg her sehr gut und das ist auch von der ganzen Atmosphäre, von der Stimmung, es ist ja so ein altes Haus, das passt irgendwie besser zum Weltbuch als so ein anonymer Industrie-Hightech-Bau da im Kreis 5. Aber es war auch schön gewesen, dort mal 20 Jahre zu arbeiten. Alle grossen Weltbuchfiguren sind aufgehängt, haben das Bild bekommen von dir, oder da, wenn man die Stege darauf kommt. Niklas Meyerberg. Ja, also ich bin ein sehr grosser Weltwochen-Fan immer gewesen, also auch von der ganzen Geschichte. Wir haben immer wieder die alten Ausgaben gelesen und das ist immer der Hall of Fame, die Leute, die da Spuren hinterlassen haben, die sind da mit Bild verewigt, also von den Gründern bis hin zu einem Matthias Döpfner, der damals als Musikkritiker gearbeitet hat. Unglaublich. Und so weiter. Also relativ frei. Von dir auch schon. Du bist ja schon mit Weltwochen. Ja, genau. Die könnten wir auch noch. Ja, genau. Mich habe ich nicht gesehen, dich habe ich auch gesehen. Es sind eigentlich nur die Ehemaligen. Also ich habe jetzt gesehen, das ist ein diskreter Hinweis. Man sollte vielleicht auch Lukas Hessig da. Gut, aber du bist selber nicht, weil eben es geht eigentlich um die grossen Ehemaligen. Die Ehemaligen, die zurücktreten. Also wenn ich dann mal zurücktrete. Ja, wie der Reha Gigi ist auch. Das ist ein jetziger. Nein, der ist nicht mehr in der Redaktion, der ist Verwaltungsrat. Gut, also wir reden, wäre ja auch schon wieder ab. Ja, ja. Wir reden über etwas anderes. Ja. Du kennst meine Zettel schon, oder? Ja. Das ist, wenn man bei dir, es ist jetzt ein bisschen schwierig zu sehen, aber ich zeige es dir. Ja. Schau mal, das ist, wenn man dein WhatsApp aufruft. Ja. Also ich habe dir heute geschrieben, ja. Weil du bist jetzt irgendwie da auf einer ganz wahnsinnigen Bühne gelandet. Das ist Ungarn, Hungary, ja. Da, das ist ja, die Flagge von Ungarn, genau. Die amerikanische Flagge. Ja, genau. Und du redest da, ja. Und du bist ja jetzt mit dem Viktor Orban gerade auf einer Mission, ja. Gewesen, und jetzt hast du das Foto nicht gehabt. Also bist du jetzt ein Ungar geworden? Bist du ein Weltpolitiker? Das habe ich gar nicht reingekriegt. Ich weiß nicht, wie das da reinkommt. Das ist schon länger her. Das ist im letzten oder im vorletzten Jahr gewesen. Da bin ich eingeladen gewesen an die Veranstaltung CPAC in Ungarn als Redner. Und das ist eigentlich organisiert von der Republican Party von den Amerikanern. Und das war eine riesige Veranstaltung in Ungarn. Die haben das quasi wie gehostet. Und dann haben sie sehr viele Politiker eingeladen. Sehr, sehr interessant. Und ich bin dort eingeladen gewesen zum Thema Woke. Und ich habe erst das Manuskript vorbereitet gehabt. Und dann sind dort alles so Konservative in dem Saal hineingesessen. Und dann dachte ich, das ergibt jetzt nicht wahnsinnig, ist nicht wahnsinnig lustig, diesen Konservativen irgendwie zu sagen, wie schlimm die Woke-Kultur ist, dass sich quasi alle Gleichgesinnten können aufregen über die Abwesenden. Und ich habe dann mein Thema geändert und habe mich dann eigentlich mit Woke konservativ und habe dann eigentlich die Konservativen kritisiert in dem Saal, dass eben viele von ihnen selber schon Woke sagen und politically correct. Und das ist noch gut angekommen. Und dann haben wir da Diskussionen gehabt. Aber das war schon mal eine Einladung gewesen, ja, wo von vielen, vor x Jahren schon mal eingegangen ist. Sie haben das schon mal gemacht, da habe ich abgesagt, aber jetzt bin ich mal gegangen. Okay. Sehr interessant. Lustig einfach, aber dass das Ungarn-Zeug aufleuchtet bei dir, also das hat einen anderen Hintergrund. Das sind Algorithmen oder was? Ja, genau. Und dass du spontan an einer Rede einfach schnell umdrehen kannst, das spricht ja für dein rhetorisches Talent. Da hinten sieht man übrigens, das sieht man jetzt nicht, sieht man die ganze Installation. Ja. Gitarre kennt man vom Daily her. Aber genau. Ungarn ist Thema. Viktor Orban, das ist dein neuer Freund, oder? Wie kommt das, dass der dich auf eine Mission mitnimmt nach Kiew? Ja, also der Viktor Orban kenne ich eigentlich schon sehr lange. Ich habe vor x Jahren mal in Berlin getroffen, bin ein Abendessen, und hat mir ein Kollege gesagt, dann mache ich verarschen, also das Abendessen mit dem Viktor Orban, das sei der neu gewählte Ministerpräsident von Ungarn. Und der Name, ich bin also ein Flair für Reizfiguren, das interessiert mich. Das ist ja im Journalismus immer interessant. Die umstrittenen Personen sind ja spannend. Und sich die mal selber anschauen. Ich hatte ein Abendessen mit ihm. Das ist sehr lang gegangen, am Schluss noch ein Interview. Und ich muss sagen, ich bin der Beeindruck gewesen. Ich dachte, das ist jetzt ein interessanter Mann. Er hat mir seine Biografie erzählt. Er kommt ja als
Barrikadenkämpfer eigentlich gegen den Kommunismus hat der angefangen. Kämpfe für den Abzug von den Russen aus Ungarn. Also vor dem Fall von der Berliner Mauer. Ich habe Leute aus seinem Umfeld kennengelernt, auch, die ihn gefördert haben. Und das hat sich dann wie so ein bisschen durchgezogen. Und ich habe das immer ein bisschen beobachtet, was der macht. Und viele Medien kritisieren ihn ja sehr. Und ich habe einfach von dem, was ich beurteilen kann, eigentlich einen anderen Eindruck. Und so hat sich das ergeben. Das hat dann gegipfelt, dass ich ihn ja eingeladen habe im letzten Oktober, November, zu dieser Zürcher Rede. 90er Weltwoche Zürcher Rede, Viktor Orban in Zürich, im Dolder oben. Da sind 800 Leute gekommen, riesige Veranstaltungen. Wir haben den ganzen Tag zusammen verbracht. Und ich könnte mir vorstellen, er hat so ein bisschen Andeutungen gemacht. Er hat einfach, glaube, er hat das sehr geschätzt. Und er hat mich jetzt gefragt, ob ich da mitkommen würde. Vielleicht auch deshalb, weil ich nicht ein ungarischer Journalist bin, oder? Dann heisst es, ja, der bringt jetzt einfach quasi einen Ungar mit aus seiner Entourage. Ich bin da vielleicht so ein bisschen, ja, ein bisschen, ein außerstehendes Element gewesen. Eben als Schweizer Neutralen und einer, der eigentlich ihn schätzt, da im Vertrauen. Aber eigentlich, meine Viktor Orban, das ist ja jetzt der EU-Ratspräsident. Ja. Der ist jetzt seit Jahr und Tag ungarischer Präsident. Ja. Eine grosse Figur, hat jetzt eher ein bisschen mit anderen Leuten, vielleicht als der typische Westen. Mhm. Und er kommt ja nicht einfach so auf einen Journalist in der Schweiz, wo er denkt, ah, das ist doch gut, ich bin, also in einem Tour muss ich doch. Nein, natürlich bist du nicht einfach irgendein Journalist. Aber hast du nicht das Gefühl, der hat jetzt ein bisschen einen Plan? Er merkt, ja, mit dem Köppel, das ist noch gut, den nehme ich jetzt mit. Nein. Und den finde ich noch cool und der hilft mir dann. Wir können ja niemandem sozusagen hinter die Schädelplatte schauen. Und mein Eindruck jetzt von dieser Reise war, er nimmt das sehr ernst. Wir haben also die ganze Woche sind wir zusammen gewesen, wir haben uns getroffen in Brüssel, dann ist es weitergegangen. Von dort aus ist man nach Kiew gegangen, nachher nach Moskau, dann sind wir noch auf Aserbaidschan. Und Das ist eine sehr professionelle, effizient organisierte Reise gewesen, also mit sehr langen Tagen. Und da geht es einfach um die Sache, oder? Und er hat mir gesagt, ganz am Anfang, oder er will da nicht einfach auf seinem Amt sitzen, oder? Er habe seine Meinung gesagt, die EU habe sich irgendwie dem Krieg verabschiedet als eigenständige Verhandlungsmacht. Und dann will ich das eigentlich wieder zurückbringen, aber weil sich eben die EU so in eine Isolation gerät hat in diesem Krieg, weil wir eigentlich nur noch über Waffen reden, müssen wir mit dem Zelensky zuerst reden, dass er eigentlich mit der EU zusammen diese diplomatische Initiative zu Putin übernimmt. Und das ist eben interessant, das ist gelungen in dieser Woche. Das haben die Leute gar nicht gecheckt, jetzt in ihrer nicht zerfressenen, in dem Gemecker, den wir jetzt gelesen haben, dass ein Präsident Zelensky in der ukrainischen Pravda Ende letzte Woche die Forderung aufstellt, es müsse eine Fortsetzung quasi vom Bürgerstock geben, Friedensgespräch, jetzt aber mit Russland. Also das ist gegenüber der Schweiz. Das hat er etwas, was er bis jetzt noch nie gesagt hat. Das hat er so nicht gesagt und vor allem hat das gegenüber der Schweiz nach Aussage von Ignacio Cassis kategorisch ausgeschlossen. Jetzt, ich sage nicht, dass das hat sich auch der Viktor Orban nicht eingebildet. Er hat nicht gesagt, Friedensverhandlungen machen. Er hat gesagt, ich mache Sondierungen, ich möchte herausfinden, wo die Leute stehen. Und ich möchte vor allem ein Gespräch in Gang bringen, die diplomatischen Kanäle öffnen und so eine Idee pflanzen. Er hat dann immer gesagt, Fermentierung, das sei Fermentierung. Und dass das dann in die richtige Richtung geht, weil sein Motiv, glaube, so hat er mir das gesagt, ist, sterben pro Woche bis zu 30'000 Ukrainer an der Front, von dem lesen wir bei uns nichts. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das müssen wir jetzt einfach beenden. Ich glaube nicht an eine militärische Lösung vom Konflikt. Wir müssen jetzt Diplomatie wieder und laufen. Das, was jetzt Zelensky gesagt hat, du hast eine Pravda von der Ukraine, das also ist ein Staatsorgan. Ja, das ist einfach eine so grosse Zeit. Das ist jetzt deiner Meinung nach doch ein ernst gemeintes quasi Signal oder ist es einfach so etwas für Kulisse? Das weiß ich nicht, aber ich sage einfach so, das hat mich jetzt so überrascht. Das haben wir so nicht gehört. Ich meine, das haben ja die Schweizer Unterhändler am Bürgerstock gesagt. Und gesagt, sie haben ja die Russen wollen einladen. Haben sie behauptet, ob sie es wirklich wollen. Aber der Zelensky hat das ihnen so zu verstehen gegeben. Bundesrat Gassis hat ja in der Medienkonferenz vorher gesagt, eine Einladung der Russen sei nicht kompatibel mit der Position des Präsidenten. Mit anderen Worten, hat so etwas verboten. Also die ukrainische Delegation hat das nicht will, Zelensky nicht gut. Jetzt sind wir wieder. Vielleicht sind wir vorsichtig. Vielleicht sind das die zarten Knospen einer Veränderung. Wäre ja gut. Gut, jetzt würde mich noch wundern, wie ist denn das zustande gekommen, die Einladung? Ich meine, ich nehme nicht an, dass der Viktor Orban oder schon, hat dir das Handy angerufen und gesagt, du Roger, auf Englisch, would you like to join me to Germany? Nein, ich habe das ist sehr, sehr kurzfristig alles gelaufen. Ich habe ein Telefon bekommen von jemandem, den ich kenne aus Ungarn, also wo da auch in dem Sinn
ja, wo auch da dabei war, wo der Viktor Orban in Zürich war. Und er hat mich gefragt, ob ich sage Top Secret, ob ich Anfangs Woche schon etwas vorhege. Das war Anfang letzte Woche gewesen. Das war am Freitag gewesen, bevor wir dann am Montag abgefahren sind. Und ob ich schon etwas vorhege? Dann habe ich gesagt, nein. Okay, dann haben sie mir erzählt, um was es geht. Top Secret, wir fahren auf Kiew. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann lasse ich alles stehen und liegen. Ich habe ja immer versucht, schon nach Kiew zu gehen. Ich bin ja in Moskau, ich wollte immer nach Kiew gehen. Dann haben sie mir zu Bern gesagt, ja, sie würden abraten aus Sicherheitsgründen. Und ja, die haben es nicht so gerne in der Ukraine, wenn da auch kritische Journalisten kommen, wir müssen aufpassen. Und das hat dann irgendwie nie geklappt. Und darum, das ist ja grossartig, jetzt komme ich endlich mal wieder nach Kiew. Ich bin ja schon gewesen. Und jetzt hat man die Möglichkeit. Und so ist das gelaufen. Und ich habe dann erfahren, dass er das selber eigentlich erst am Donnerstag vor selben Freitag aufgeleistet hat. Dann hat er den Zelensky in Brüssel getroffen und hat gesagt, du, wir sollten uns treffen. Und dann haben die das eigentlich abgemacht. Das ist eine extrem kurzfristige Sache. Gut, und du bist dann nachher auf Budapest? Ich bin auf Brüssel. Auf Brüssel? Ich bin auf Brüssel. Am Tag, das ist Tag von seiner Amtseinführung als EU-Ratspräsident. Das ist ja das Ministergremium, eigentlich faktisch der aktive Verwaltungsrat. Und das hat er jetzt ein halbes Jahr und dann hat er dort den Empfang gemacht, alle begrüßt, Delegationen und so weiter. Und dann ist jemand am 4 Uhr am Nachmittag, 3:30, bist du dann also im gestreckten Galopp, hast dann müssen weg, sind wir in der Autokolonne, dann haben sie zu einem Flieger geführt, auf einem Militärflughafen, dann sind wir in Osten von Ungarn und vom Osten von Ungarn haben wir dann müssen in eine Autokolonne umsteigen, das ist ein Militärkonvoi, und dann sind wir etwa 11-12 Stunden durch die Ukraine gefahren. Von Ungarn in dem Konvoi in der... Ja, du bist nach Straße, Kiew. Du bist auf der Autobahn. Wir haben es immer gehalten an der Autobahn. Keine Angst, ich meine, das ist ja ein Kriegsgebiet, also vielleicht nicht dort, aber... Das ist ja interessant. Also im Westukraine merkst du nichts von dem Krieg. Also es hat Schlaglöcher in der Straße, aber nicht Bomben. So ist es in einem schlechten Zustand. Und das sind ja riesige Gebiete, das sind dünn besiedelt, das sind grosse Felder eigentlich, oder? Und da fahrst du ewig, einfach geradeaus. Und Einfahrt war Nacht, hast du natürlich nicht viel gesehen, hast die Häuser ein bisschen gesehen, wir haben gehalten natürlich in Autobahnraststätten, da kannst du schauen, wie sieht es auf diesen Autobahnen. Das ist ein bisschen surreal, he? Du bist da in dem Trans durch die Ukraine. Okay, der Roger da 20 auf wir sind 20 Wagen und dann hast du dort noch so... Also das sind so SUVs? Nein, so. Das sind so Mercedes, ein paar so Kästenwagen, also so grössere, aber nicht befestigt. Und da sind einfach dort drin, sind so... So eine Spezialeinheit. Mit wer? Terror. Ja, sicher, alle mit kugelsicheren Westen. Also, und du auch, so, weil wir kennen es ja so. Journalisten tragen doch manchmal so Westen. Also, du nochmal. Aber hat es sonst noch einen Journalist gehabt? Oder einfach nur ungarische? Nein, ich bin der Einzige. Und es hat noch einen Fotograf gehabt und einen Kameramann. Aber das sind zwei Ungarn. Das sind Angestellte von der Regierung. Gut, also eigentlich. Ich bin der einzige Journalist. Du und die Delegation. Genau. Und dann kommen wir auf das Kiew hin und dann ist irgendwie morgen früh. Oder ja, du kommst ja morgen, fahrst du in Kiew hin, ist ein wunderschöner Tag wieder. Und du kommst auf das Kiew hin und siehst die Stadt, der du nichts anmerkst, dass es Krieg ist. Merkst nichts. Das ist auch ist interessant, ich habe es auch geschrieben, du hast keine Truppenpräsenz in dieser Stadt. Also mein Eindruck war fast ein bisschen, als würde es die Regierung so anlegen, dass man den Leuten fast hat, das Leben ist ja normal. Also der Krieg berührt dich nicht in der Hauptstadt, der ist weg. Er ist schon präsent, durch Stromausfälle. Aber auch eine interessante Beobachtung. Es hat dann mir einer erzählt, hat es gibt einen Luftalarm. Und dann fragte ich, was machen sie denn, wenn ein Luftalarm ist? Machen sie nichts. Also laufen sie einfach weiter oder fahren weiter. Und sie haben dann keine Angst. Ich sagte, nein, sie wissen schon. Also, die Russen greifen nicht die Zivilbevölkerung an. Die greifen schlimm genug Infrastruktur an, von der Energie oder vom Militär. Aber auf der Straße musst du nicht Angst haben, dass dir eine Bombe oben runterfällt. Das ist ja bei uns wird das ja quasi dargestellt, dass das ein reiner Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Gut, also es hat etwas gegeben, oder? Ja, gerade aktuell natürlich. Etwas passiert. Natürlich, das gibt es ja immer. Das hat es auch gegeben in dem Krieg. Das ist schon klar. Ich stelle ja nur ab auf die Beobachtungen, die ich habe. Und das ist jetzt nicht ein Land oder nicht eine Stadt, sagen wir es mal so, wo du das Gefühl hast, die sind im Kriegs- oder im Belagerungszustand. Das heisst nicht, das ist schon wichtig, das heisst nicht, dass der Krieg nicht präsent ist. Wenn du mit ihnen redest, sagen sie schon.
Im Ausnahmezustand und überall im Posten und bitte in die Hause. Ja. Also. Und jetzt, wie ist jetzt das mit Zelensky dann passiert? Also, bist du dann da in ein Regierungsgebiet reingekommen und dann wartet er dort und grüßt euch? Oder wie hat sich also, wir sind am Morgen angekommen, da sind wir auf der ungarischen Botschaft, da bin ich schnell mit einem von dieser Botschaft raus. Und habe mir die Stadt wieder mal angeschaut. Ich war eben vor 15 Jahren das letzte Mal. Ich war damals mit der Julia Timoschenko, die dort auch eine führende Politikerin war. Und dann habe ich, mein Daily gemacht. Dann bin ich vor so einem Tor, da, so ein altes Portal, aus der Altstadt von Kiew. Und dann müssen wir umziehen. Dann sind wir in den Palast raufgefahren. Das ist wunderschön, da ist so ein Hogan drauf. Und da hat es oben so eine Palastanlage aus dem 18. Jahrhundert, gebaut von einem italienischen Stararchitekt damals, natürlich für die russischen Zaren. Das ist ein Palais, ein Marienpalais. Wunderschön, grün, riesen Flagge, alles die top. Ein Posten gibt es dort. Und da kommst du in den Palast rein, stehen alles in so musealen Uniformen, stehen sie dort. Und dann kommst du rein und da sind wir da die Marmorstege hochgelaufen und dann hast du den gesehen, da stehen schon Journalisten, ukrainische Journalisten, haben gewartet, gibt es einen Handshake, nachher verschwindet es dann. Also Orban, Zelensky Handshake? Ja, gibt es dann dort, der wartet auf den Handshake. Da sind andere, zum Beispiel der Dimna da, der Außenminister von der Ukraine, habe mich mit denen unterhalten, dann ist der Pressechef von Zelensky da, habe auch mit denen noch geredet gehabt. Und dann sind dann die verschwunden und nach etwa 2,5 Stunden so sind die dann wieder zurückgekommen. Und haben eine relativ frostige Medienkonferenz. Aber eben dort hat dann doch der Zelensky den Satz gesagt. Noch nicht, nein, das ist eben erst nachher gekommen. Das ist eigentlich eben interessanterweise, dort habe ich das Gefühl, es ist eher so eine frostige Atmosphäre. Also sie sind sich jetzt nicht wahnsinnig nahe gekommen. Umso mehr hat mich überrascht, dass eigentlich einen Tag nachher dann diese Sache kommt. Und ich habe den Viktor Orban dann gefragt, wie er das interpretiert. Und er hat gesagt, ja, man muss natürlich immer sehr vorsichtig sein, aber das ist schon... Das sind schon, sagen wir mal, erfreulich. Ja, gut, okay. Du redest mit dem Herr Orban Englisch? Englisch. Ah, gut, Englisch. Ich habe sehr gut. Er hat in Oxford studiert. Ah, okay, gut. Ja. Und jetzt bist du aber immer noch der einzige westliche Journalist, dem Trotz. Ja, das ist niemand, das ist nichts. Ne? Ich habe jetzt irgendwo gelesen, Sky News oder was, und BBC sagt dann irgendwann auftaucht. Ja, aber das ist, da sind wir nachher in Moskau. Aha, gut. Ich sage jetzt mal, in Kiew hat schon andere Journalisten. Ja, aber nicht der Einzige. Du bist der Einzige. Ich bin der Einzige. Außer das wäre in dieser Gruppe noch ein Westler gewesen, wo ich aber nicht durchgekommen bin. Und jetzt sind wir also, jetzt ist das losgegangen, glaube ich, an dem Freitag, oder? Jetzt irgendwie etwa 10 Tage her, und dann wird es jetzt Samstag, und dann sind Moskau, oder wie ist die Reise? Ja, dann ist es. Das hat sich alles erst eigentlich immer laufend ergeben, die nächste Destination. Das war nicht von Anfang an fix. Und dann haben sie mich gefragt, ja, ob ich noch ein paar Tage freischaufeln? Dann habe ich gesagt, ja, gut, ja, sehr gut, top secret. Und dann kommen einfach die nächsten Stationen und dann habe ich gesagt, ja, gut, also, wo gehen wir ran? Moskau, ja, gut. Ja, sowieso, also, das ist ja klar. Und dann sind wir auf Moskau geflogen. Das ist am Freitagmorgen. Kiew, Moskau? Nein, von Kiew sind wir dann mit dem Auto wieder 14, 13 Stunden zurück, von Kiew dann direkt auf Budapest. Also ist die ganze Nacht, bis am Morgen um 4 Uhr, habe ich eigentlich meinen ersten Text fertig geschrieben, 2 Dailies gemacht und dann bin ich da müde ins Bett gegangen. Und nachher, Mittwoch, Donnerstag bin ich zu Budapest und am Freitagmorgen ist es weitergegangen. Dann ist nach Moskau. Dann sind wir noch von Budapest mit der Regierungsmaschine. Irgendwie Armeemaschine. Orban so Number große. One oder irgendwie so. Ja, Hungary heisst einfach ja. Air Force. Das ist einfach so eine ungarische Militärmaschine mit Passagierraum. So, ja. Also okay. wie eine Linienflugzeug. Genau. Also, und dann Moskau oben. Und dann, wie ist das dort? Wie hat sich das dort abgespielt? Ja, das erzähle ich dann jetzt alles in der nächsten Weltwoche. Ich muss auf Verständnis bitten, dass ich natürlich alle Details erzähle, aber es ist sicher sehr interessant gewesen und du bist dort reingekommen und dann nachher fährt man da über die Autobahn, natürlich wieder in dieser Wagenkolonne, wo sie parat stellen, fährst du dann in den Kreml rein. Also weitläufige Gemäuer, oder? Wo dort dann eigentlich sind alle... Schön, wo man auch kennt, oder? Der touristische Teil kennt man ja. Ja, aber es geht dann dort hinten durch, kommst du in so einen Bereich hin. Also eine verbotene Zone. Ja, da kommst du sonst natürlich nicht hin. Das ist so, das sind dort, wo sie die Staatsgäste eigentlich empfangen. Wobei es ist kein Staatsbesuch gewesen, sonst muss man wissen, es ist kein Arbeitsbesuch gewesen. Also sie haben das auch gesagt, das ist klar hierarchisiert. Ja, und dann ist man dort in so einem Palais. Dort sind auch Journalisten gewesen. Viel. Russische? Russen, auch Engländer. Ich habe zwei Engländer getroffen dort auch, wo wir dann noch länger unterhalten.
Gut, das ist jetzt wahrscheinlich BBC. Das ist einer ist von der BBC, der andere ist von Sky News gewesen, die sind auch da gewesen. Die haben aber ein bisschen gestöhnt, weil sie gesagt haben, ja, normalerweise sagt das eine riesen Story da, aber jetzt halt mit den Wahlen in England interessieren sich niemand für den Besuch von Orban, weil jetzt halt die Tories zusammengehen. Ja, und interessant einfach, ist mir aufgefallen, es ist eine grosse Geschichte eigentlich für die Medien. Also, du hast gespürt, es ist eine Erleichterung. Sie haben dann gesagt, nein, wir sehen das in Russland sehr gern, fänden das super, dass jetzt wieder ein Exponenten mal von der EU käme und mit dem Putin rede. Also das ist jetzt aber erzähl noch fertig, oder? Jetzt sind wir da in der Kreml rein und dann eben in die Garage oder in die Zone rein. Ja, du wartest von einem Haus, wirst dann reingeführt. Das ist sehr unkompliziert. Also es ist also nicht irgendwie, es ist eigentlich sehr unkompliziert. Es sind auch sehr freundliche Leute, da ist nichts zu sagen. Also das ist nicht in dem Sinn so eine gefrorene Atmosphäre, wie man sich vielleicht vorstellt. Es ist erst, ich habe es eigentlich so erwartet. Ich habe gedacht, jetzt kommt sozusagen eine Wand der Angst, oder, wenn du da reinkommst. Jetzt von meinem Eindruck ist das so nicht gewesen. Also das, eben, du hast, und dann kommt der Putin. Es ist ein Komplex, ich komme jetzt viel, das ist ja klar, und dann bist du so in einem Raum, der wartet, da so, ist alles ausgestuhlt, und dann kommen sie dann, oder? Kommen sie rein, und dann tun sie ein Handshake, dann tun sie ein paar Wörter wechseln, kurz, und dann gehen sie raus. Und dann bist du relativ nah Putin, also du hast ja so 10 Meter. Ja, du bist einfach in dem gleichen Raum, das ist wie in einer Medienkonferenz vom Bundesrat. Ja, aber ist der Putin. Es ist etwas anderes. Aber er ist ja nicht so ein Typ, oder, der dann reinkommt. Er ist ja nicht so ein, wie sagt man, so ein sesselfüllender Showman, oder? Also seine Show ist eigentlich eher die Stille, oder? Der redet ja ganz leise und so ein bisschen, also, ja, du kannst ihm auch nicht, er hat ein Pokerface, du siehst da keine Regungen. Gut, beim Orban auch nicht, das sind absolute Profis, die sich da gegenüber sitzen. Aber es ist auch, mir ist einfach aufgefallen, grosse Erwartungshaltung von den Journalisten, positiv, sie haben das sehr gut gefunden, lockere Stimmung eigentlich, ironische Sprüche oft, weißt ja, du bist ein Schweizer, aha, zum Besten, ja. Und dann haben wir so gehört. Was macht das? Ja, ZDF, klar, sie haben Artist doch, du hast. Sie haben schon gefragt, wie kommst denn du da hin? Und sie haben eben mit ein paar gewechselt, weil eigentlich Russland eine Diktatur sei. Jetzt hat ja klar, haben sie mehr so ironische Sprüche gemacht. Vermutlich sagen sie schon Diktatur, aber sie sind eigentlich noch froh, dass sie Diktatur sagen, wenn sie jetzt gesehen haben, was in Amerika am letzten Fernsehduell gelaufen ist. Also, wenn ihre Staatsform am Schluss einen Putin bringe, sagen sie gar nicht so schlecht dran, wenn sie jetzt gesehen haben, dass in Amerika Biden an der Spitze steht. Also, es hat so ein bisschen sarkastischen Humor gegeben. Die Engländer haben dann schon ein bisschen erzählt, ja, dass die Schrauben schon angezogen haben seit dem Krieg. Gut. Also. Dann hast du dir so ein bisschen Gedanken gemacht, wo du dort warst und dann eben Putin und Orban und so. Und dann sind die wahrscheinlich auch wieder weg. Ja, die gehen dann ein paar Stunden weg und dann kommen sie wieder. Aber hast du gedacht, da wird jetzt Geschichte geschrieben? Oder was sind so deine Gedanken? Sind die, und ich da, der Roger, du hast gar nicht so überlegt. Du beobachtest einfach mehr, was du siehst, was du erlebst. Du versuchst, du kannst das gar nicht so einordnen. Oder? Du schaust einfach mal, was läuft. Okay, gut. Das ist noch nicht gerade, hast das Ding rausgegeben. Ja, es ist einfach, du beobachtest, was läuft. Und ja, sie haben dann am Schluss die Pressekonferenz gemacht. Und was ist dort rausgekommen? Ja, was ist wichtig? Wichtig ist einfach, dass der Orban hat mit ihm über das geredet. Wie beurteilt er die Friedensvorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen? Er hat nur Fact-Finding, also er ist nicht verhandeln. Herausfinden, wo steht der Rat. Er hat ihn gefragt, sehen Sie die Friedenspläne? Stellt ihr euch zu der Idee vom Waffenstillstand? Das ist eigentlich die Idee vom Orban, dass er sagt, wir müssen zuerst einen Waffenstillstand haben, nachher erst Friedensverhandlungen. Wenn du das vorher machen willst, kommst du nie an Waffenstillstand. Da war der Zelensky eher kritisch gewesen, der Putin auch. Er hat gesagt, ja, hat schon mal einen Waffenstillstand gemacht, Minsker Abkommen, hat man gesehen, wie es rauskommt. Merkel Holland, oder? Zeit gewinnen, aufrüsten. Das ist eigentlich nur ein Vorteil für die anderen. Die anderen haben gesagt, nein, es ist nur ein Vorteil von Putin, ein Waffenstillstand. Also dort sind sie, glaube ich, auseinander. Und dann hat er gefragt, also es ist quasi wie das Prozedere, oder? Und dann das Letzte war, ob er schon eine Vorstellung hat, wie nach dem Krieg eigentlich so eine Sicherheitsordnung in Europa könnte aussehen. Und hat der Putin dann gesagt, ja klar, sie haben da genaueste Vorstellungen, aber sie sind jetzt zu früh über das. Aber wie schätzt du jetzt den Putin ein? Was will er? Was sind seine roten Linien oder eben seine Forderungen? Wo hört er auf? Wo sagt er, gut, jetzt bin ich zufrieden? Wie schätzt du ihn ein? Was will er? Ja gut, er hat ja einen Friedensvorschlag angelegt, er hat ja ein Friedensproposal gemacht.
Ich glaube, man muss sich einfach die Frage stellen, was ist die Natur von dem Krieg? Warum haben wir dort einen Krieg, oder? In der Ukraine? Das sind ja eigentlich verschwisterte Völker, die wollen ja keinen Krieg miteinander führen. Und die Russen haben ja die Unabhängigkeit immer akzeptiert, oder? Was sie aber nicht akzeptiert haben, und das sagen sie seit 20 Jahren, aber das wissen natürlich alle, die Russland-Versteher, die jetzt da sich seit kürzestem als grosse Experten aufspielen, nicht. Die Russen haben seit eigentlich 2004, 2005, warnen sie davon. Sie haben gesagt, ich könnte den ganzen Warschauer Pakt ist jetzt in der NATO, aber die Ukraine und Georgien, das ist einfach für die NATO, das ist tabu. Man kann über alles reden, sogar die EU. Und das hat einfach der Westen ignoriert. Jetzt rechtfertigt das natürlich nicht den Einmarsch. Das ist ja, wie der andere das macht, ist der andere gerechtfertigt, den Krieg zu führen. Aber ich meine, es ist eine Tatsache, dass die Amerikaner natürlich auch auf Wunsch und auf Einladung von Kräften in der Ukraine, dass sie das gemacht haben. Aber ich sage einfach, als Supermacht hast du auch eine Verantwortung. Du musst dir überlegen, was heisst das für den anderen, wenn ich das mache? Du bist einfach allein auf der Welt und kannst sagen, jetzt können wir mal ein bisschen, das können wir auch nicht machen in der Schweiz. Und dort hat der Westen sehr viele Fehler gemacht. Und das Problem ist einfach, dass man heute überhaupt nicht bereit ist, die Fehler zu sehen. Nicht um den Putin zu entschuldigen und zu sagen, das ist jetzt grossartig, was der gemacht hat, ist ein dummes Zeug. Sondern mehr, um ein bisschen oben runterzukommen von dieser moralischen Überheblichkeit, damit man überhaupt wieder in der Lage ist, mit dem anderen zu reden. Weil das ist das grosse Problem. Dass man sich in das hineingeredet hat, siehst du jetzt auch an den Reaktionen von der Leyen, Borrell, all die Leute sagen, ja, mit dem darfst du gar nicht reden. Mit dem darfst du gar nicht reden. Ja gut, wenn du nicht mit dem willst reden. Was machst du denn? Nur noch Krieg führen, bis es keine Ukrainer mehr gibt. Das war die Kritik an dieser Reise, wo du dabei bist. Ich möchte aber gleich noch mehr wissen, was denkst du, was will der Putin wirklich? Weißt du, die Angst ist doch, dass er nicht aufhört. Er macht einen Schritt nach vorne, will die russischen Gebiete Donetsk und Lugansk für sich, Krim hat er schon, das nächste, also sie, ja, die baltische Stadt, ja, das ist ja die Angst, die umgeistert. Also wird erzählt, seit 2014 haben wir faktisch einen Krieg von der Zentralregierung in Kiew gegen die abtrünnigen Gebiete. Jetzt sagen sie natürlich, ja, da hat Putin hat die aufgestachelt, aufgehetzt. Aber wenn du die Wahlresultate in der Ukraine anschaust, früher, das ist einfach ein zerrissenes Land. Das heisst nicht, dass es keine Intervention gibt von außen. Natürlich gibt es die. Die gibt es von den Russen, die gibt es aber auch von den Amerikanern. Und das ist wie so ein Schlachtfeld von der Geopolitik, die Ukraine. Und mein Verdacht ist einfach, dass die Amerikaner haben gedacht, wir können eigentlich die Westukraine, die erst nach dem Westen zuneigt, wir nicht wollen bei den Russen unbedingt dabei sein, die können wir eigentlich benutzen, um die Ukraine ein bisschen in unseren Orbit hineinzuziehen und so die Russen dann zu schwächen, damit wir eigentlich der Chef sind in Eurasien und die Russen werden geschwächt und der Putin hat ein riesen Problem, weil das ist ein Prestigeverlust für ihn. Das ist so ein bisschen das Game. Und der Putin, seine Motivation kenne ich nicht. Ich stelle einfach ab auf das, was er sagt. Und zwar, er erzählt auch immer das Gleiche seit vielen Jahren. Sie sind daran interessiert, den Krieg in der Ukraine zu beenden und die russischsprachigen Minderheiten, dass die nicht einfach dort unter die Räder kommen, von diesen Westukrainern. Und jetzt kann man sagen, gut, der plant einen imperialen Eroberungskrieg. Das wird er bei uns behaupten, das schreibt der NZZ. Gut, ich habe mal analysiert, die Rüstungsausgaben von Russland seit 2014. 2014 sind die Rüstungsausgaben bei unter 4% vom GDP gewesen. Im Zug von dem Maidan-Aufstand, von dem Bürgerkrieg in der Ukraine, sind sie dann einmal auf etwa 4,7% aufgegangen, ungefähr, vielleicht sogar knapp 5. 2016, nach Abschluss von diesen Minsker Friedensverträgen, sind die Rüstungsausgaben anteilsmässig GDP unter 4% wieder zurückgeht. Wenn du das vergleichst, zum Beispiel mit Nazi-Deutschland in den 30er Jahren oder mit Italien, also ganz klar imperialistischen Eroberungsmächte vor einem Krieg, die haben ihre Rüstungsausgaben von 8% auf über 20% von ihrem GDP ausgebaut. Also wenn der Putin jetzt da die ganz grosse Welteroberung plant, dann wäre er vermutlich der militärisch am schlechtesten vorbereitete Typ. Plus, das wird auch völlig ausgeblendet. Ich meine, was heisst das, wenn er jetzt ins Baltikum einmarschiert oder in Polen? Dann hat er einen Weltkrieg. Ich meine, dann haben wir einen Atomkrieg. Und aus der Sicht von der Russen, das sagen sie, aber ich kann denen auch nicht in die Hirne hineinschauen, sagen die einfach, das wollen wir ja verhindern. Wir wollen ja keinen Atomkrieg gegen den Westen. Das ist ja Selbstmord. Also da gibt es sehr viel Propaganda auf allen Seiten, aber bitte auch Propaganda vom Westen. Nicht einfach nur beliebig nachbeten. Also das heisst eigentlich, hast du ein Verständnis
für das, was Putin sagt. Und du findest, man muss ihn zuhören. Man muss versuchen, die Geschichte ein bisschen zu verstehen, warum er diesen Schritt gemacht hat. Und was dich am meisten stört, ist, dass einfach im Westen so fest zementierte Bilder sind. Ich sage jetzt mal so, also ohne da in falsche Überheblichkeit zu verfallen. Ich staune ja ein bisschen, wenn ich Zeitungen lese, da meine Kollegen und Kommentare. Ich bin jetzt sicher auch nicht der definitive Russland-Experte, überhaupt nicht. Aber ich darf sagen, ich beschäftige mich mit dem Thema Russland seit etwa 20 Jahren. Ich bin mit 2004 bin ich das erste Mal als Chefredakteur von der Welt Berlin. Da hast du dich intensiv mit dem Putin auseinandersetzen. Das sind ja die ganzen deutsch-russischen Beziehungen gewesen. Ich habe doch stundenlang mit Politikern über das Thema Russland geredet, über die der Putin erlebt hat, die ganze Entwicklung von dieser Beziehung, Münchner Sicherheitskonferenz und so weiter. Also ich kann mich immer täuschen, ich kann falsch liegen. Aber ich glaube einfach im Westen, und auch bei uns gehört es, und hat schon lange gehört, zum guten Ton, dass man sich da empört, entrüstet über Russland. Das ist ein Autokratie. Aber erst mit dem Einmarsch in der Ukraine? Nein, im Himmels Willen. Das hat es schon früher gegeben. Also nach der Krim ist es noch nicht gegeben? Nein, noch früher, schon viel früher ist das losgegangen. Weil natürlich die Russen, das aus was Gründen auch immer, lösen natürlich auch immer Skepsis und Misstrauen aus und Ängste und zu Recht. Und es gibt die Hintergründe. Aber das hat sich wie eine Art laufend gesteigert. Und ich bin ja der Erste, der sagt, du musst jeder Grossmacht skeptisch gegenüberstehen. Jede Grossmacht ist ein Raubtier. Mir ist ja schon Bundesbären eigentlich zu mächtig. Also deshalb stehe ich nicht im Verdacht, jetzt da irgendwo das zu vergöttern, was in Russland passiert. Aber ich denke einfach, man muss es praktisch anschauen und du musst eben auch versuchen, dich ein bisschen in die historischen Erfahrungen und in die ganzen Fakten von dem Krieg zu vertiefen. Und das passiert viel zu wenig. Es passiert, die Leute reden über das, obwohl sie sich überhaupt nicht mit dem auseinandergesetzt haben. Und in der Konsequenz führt das einfach zu einer Politik der Gesprächsverweigerung, der Konfrontation, der Waffenlieferung, der Preisgabe der schweizerischen Neutralität und alles. Warum? Weil wir gar nicht mehr diskutieren darüber. Zeitenwende. Du darfst ja gar nicht diskutieren, was vorher war. Das finde ich gefährlich. Die Nicht-Diskussion. Ich habe kein Problem, wenn mir einer sagt, Sie irren da. Ich drücke das ja ab in der Weltwoche. Das Gegenteil von meiner Meinung. Man könnte dir auch sagen, du bist vielleicht einfach jetzt ein bisschen auch an dem Putin und vielleicht auch morgen auf der Linken hochen. Dass du jetzt glaubst, die meinen es gut. Dass der Putin quasi legitime Interesse hat. Ich würde nie sagen, dem einen es gut, aber ich würde mal sagen, jedes Land hat legitime Interessen, was ihre Sicherheit angeht. Ich meine, stellen wir uns mal vor, irgendwie die Russen oder die Chinesen würden jetzt das machen in Mexiko, was die Amerikaner in der Ukraine gemacht haben. Die Amerikaner warten 8 Jahre, bis die dort eine militärische Infrastruktur aufgezogen haben. Also das heisst, es ist die Arroganz des Westens, wo halt irgendwie es ist eine Arroganz, es ist auch zum Teil eine Dekadenz, es ist zum Teil auch gut gemeint, weißt, es mischt sich alles, ich will das gar nicht so moralisierend verurteilen. Was es auf jeden Fall ist, was wir jetzt sehen, das ist die Rückkehr der Geopolitik. Da kämpfen jetzt grosse Mächte um ihre Revier. Und dann muss man das ganz nüchtern anschauen. Geopolitik ist nichts für schwache Nerven. Natürlich kann man sich, wir können das den ganzen Tag darüber aufregen, was das für eine Sauerei ist, was die Russen dort im Donbass machen, wenn nicht irgendeine Bombe auf den Kindergarten geht und so weiter. Wir erfahren natürlich nur von den Verbrechen von dieser Seite, es gibt allerdings auch auf der anderen Seite. Aber egal, wenn du dich in dieser Geländekammer bewegst, von den Emotionen, von der Empörung, das finde ich nachvollziehbar, das ist menschlich verständlich. Aber es ist nicht das, was die Medien machen sollten. Es ist sicher nicht das, was Politiker machen sollten. Und am wenigsten sollte es der Bundesrat machen. Der müsste unsere Neutralität festhalten. Und das ist für mich die grösste Tragödie, dass die Schlagseite uns dazu gebracht hat, Neutralität teilweise außer Kraft zu setzen. Also du siehst uns jetzt da klar im Lager vom Westen, von Amerika und mit der Ukraine. Nein, im Lager von der Schweiz. Aber du glaubst, die Schweiz hat sich jetzt in diese Seite bewegt. Das glaubst du ist falsch. Mit dir können wir wiederum den Vorwurf machen, du bist jetzt da einfach auf dem Weg, auf dieser Schiene, wo man Verständnis zeigt, unter dem Titel, man muss mit allen reden. Was haltest du denn jetzt von der Einschätzung von deiner Reise? Es wird nicht so viel, es ist eher ein bisschen Stillschweigen von dem Ganzen. Die Sonntagszeitung hat ein bisschen etwas gebracht, da und dort hat es aufgeflogen, aber gross thematisiert ist es nicht geworden. Vielleicht ist man ein bisschen neidisch, das mag sein, aber insgesamt denken wahrscheinlich viele, ja, schau, der Krypto, jetzt ist er halt mal näher drüber gerutscht. Ganz wichtig ist immer das, als Journalist, als Mensch sowieso, musst du
alles versuchen zu verstehen und du musst alles auch versuchen, aus dieser Perspektive anzuschauen vom anderen. Das ist ja menschliche Uhr, das ist ja Empathie, sagt man dem, oder die Fähigkeit, mit etwas sympathisieren zu können. Du musst ja mit etwas Bösem sympathisieren können, aus der Überlegung heraus, zum Verstehen, wie kann etwas Böses überhaupt auf der Welt passieren. Das ist etwas vom Wichtigsten, was wir als Journalisten machen müssen. Nicht, um uns das zu eigen zu machen dann, und auch nicht, um etwas zu rechtfertigen. Aber das wird heute alles in den Topf hineingeschmissen. Und ich verteidige natürlich immer das Recht, etwas zu verstehen und auch das Recht, einen anderen seine Sichtweise darzulegen zu lassen. Natürlich darf bei mir jederzeit ein Russ erklären, haben wir auch gehabt, warum die NATO-Osterweiterung für sie ein Problem ist. Gleichzeitig habe ich Ukraine gebracht und gesagt, warum das alles Propaganda ist. Das ist einmal der Punkt 1. Das Zweite, was die Medien sagen, ja gut, also ich bin jetzt auch schon relativ lang Journalist, und ich bin auch schon, ich weiss, dass du, wir sind alles in einem Konkurrenzkampf um Aufmerksamkeit. Und da kannst du ja nicht erwarten, dass da ein Applaus spaliert gemacht wird. Das ist ja gar nicht so wichtig. Ich habe das einfach, das ist jetzt für mich, also dich ist ein Privileg gewesen. Es ist natürlich eine Sternstunde, mal so etwas aus der Nähe können zu erleben. Auch sozusagen die menschliche Dimension, das ist ja alles, das sind ja alles Menschen. Also ein Putin, ein Lavrov, alle die, die dort rumstehen, ein Orban. Natürlich sind das interessante Persönlichkeiten. Das heisst nicht, dass alle sie alles gut machen, was sie machen. Aber das sind ja Menschen, die in einem permanenten Ausnahmezustand sind. Und dem versuchen, gerecht zu werden. Und eben nicht in den schnellen Moralismus zu gehen. Ja, der hat ja nur ein egozentrisches Motiv. Ja, dem geht's ja nur um Joe. Ja, was ist jetzt das wieder für ein Putin-Knecht und so weiter. Mit dem verstellt man sich irgendwo den Blick. Und ich glaube, dass wir heute in einer Zeit leben. Und das, darum ist ja das, wieso ich in Bern aufgehört habe. Wo ich sage, der Journalismus, der wird immer wichtiger. Und zwar eben nicht der Journalismus, wo sozusagen in der Betonierung von irgendwelchen Vorurteilen besteht, also was wir immer schon ausgedacht haben, da im Kreis 5 in unserer Stammbeiz, sondern Journalismus besteht heute wieder drin, rauszugehen, auch mit umstrittenen Phänomenen sich auseinanderzusetzen. Und etwas ist ehrlich, ich habe das Wort vorher gesagt, ich glaube, ein Journalist, wir Journalisten, wir müssen ein Verständnis schaffen, zeigen, dass wir da, das sind alles Menschen, das heisst nicht, die können ganz böses Zeug machen. Aber dass wir immer wieder aufzeigen, dass die Art, wie wir etwas sehen, muss nicht die endgültige sein. Also du musst die Leute immer wieder rausholen aus ihren gewohnten Schablonen, aus ihren gewohnten Filmen. Aber die Frage ist da doch... Da gibt es halt Kritik. Die Frage ist doch am Schluss näher. Ja, du hast es angekündigt am Anfang, oder? Wie du den Herrn Orban kennengelernt hast und dann nachher auf Zürich gebracht hast. 800 Leute. Der Christoph Locher war dabei. Gewesen. Ja. Alle. Also viel. Wahrscheinlich eher ein bisschen von deiner Seite, wenn man es so will. Der Dolder Grant, da, 22. Genau. November. Oder du hast noch ein bisschen längere Haare gehabt, ja genau, mit dem Viktor Orban. Die Nähe, bist nicht einfach, weißt, das ist glaube ich ein Vorwurf, den man dir machen kann. Du bist jetzt grausam nicht, du bist ja auf der Weltbühne gelandet. Ja, immer wieder. Ja gut, okay. Nur nicht eine grössere Distanz. Also ich sage mal immer, ich finde das immer sehr verdienstvoll, dass sich Journalisten Gedanken über die Nähe von anderen Journalisten machen. Da würde ich aber einfach mal den Spiegel aufheben und sagen, all die, die da über den Krieg schreiben seit 2,5 Jahren, wie tief, wie knöcheltief oder bis ab unter beide Ohren eingebettet sind eigentlich die in die sogenannte ukrainische Propaganda, die sie einfach 1:1 übernehmen, also bis zu nachweislichen Fake News in bekannten Schweizer Zeitungen, die Ende 22 geschrieben haben, also Mariupol werde bis Ende Februar zurückerobert, also da hat es Titelseiten gegeben. In der Weltwoche hat ein berühmter Kriegsberichterstatter geschrieben, nach einer Woche, die Russen werden den Krieg noch bis Ende Jahr militärisch verloren haben. Die sind so tief in dieser Propaganda gewesen, sie haben es gar nicht gemerkt. Natürlich ist immer das Problem von der Nähe da. Und das hat ja jeder Journalist das Problem. Ich bin Sportjournalist. Und ich habe immer gesagt, ich muss doch verstehen, wenn Real Madrid oder der EHC Kloten sehr gut spielt und ich sogar begeistert bin von dem Spiel, muss ich doch mich 99,9% auf das einlassen, was zum Beispiel das ausmacht, um es können zu beurteilen. Und natürlich, du kannst immer zu nahe reinkommen, und deshalb braucht es auch andere Zeitungen, die einem darauf aufmerksam machen. Aber wenn ich lese, was da zum Teil oberflächlich geschrieben wird, dann wünschte ich mir eigentlich fundiertere Kritik an dem, was da offenbar behauptet wird. Ich sage es nicht. Du hast ein anderes Podium durchgeführt, vor ein paar Jahren, mit Steve Bannon. Das war die rechte Hand von Donald Trump.
Oh, der ist jetzt gerade im Gefängnis. Ja. Also du hast ein Flair für Leute, die zu reden haben. Ich habe auch schon Tamara Funicello eingeladen und Daniel Josic haben wir auch schon Podium gehabt. Tamara Funicello brachte, sind nicht ganz so viele Leute gekommen wie beim Steve Bannon. Jetzt sind 88 Fernsehstationen und Medien und Fernsehstationen aus der ganzen Welt gekommen. 1500 Leute innerhalb von 4 Stunden ausverkauft. Nein, das war in dieser ABB-Halle gewesen. Und das war einfach damals eine historische Reizfigur, weil der Berater war von Trump. Ich kann nicht die Verantwortung übernehmen für das, was der nachher macht. Ich würde jederzeit mit dem Herrn Zelensky ein grosses Interview machen. Oder mit dem Herrn Biden. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber natürlich finde ich es immer speziell interessant, eine Reizfigur, eine umstrittene Person, die Möglichkeit zu geben, mal ihre Sicht darzulegen. Das ist doch ein elementarer Bestandteil unserer Kultur. Audiatur et altera pars. Ja, die andere Seite möge auch erhört werden. Was ist Audiatur? Was heißt das? Man höre zu. Das Werte gehört auch die Seite des anderen. Sehr gut, wunderbar. Also, jetzt, wir sind in Amerika. Wir haben lange jetzt über den Osten geredet, jetzt gehen wir noch auf den Westen über, weil du bist jetzt wirklich eben eigentlich ein Schattenaußenminister geworden. Es hat mal einen Ernst Müllimann gegeben in der Schweiz. Der hat dann auch so. Ich sehe mich gar nicht. Der hat auch so ein bisschen Reisen gemacht. Ich bin Journalist, ich bin nicht Minister. Du hast ja auch gesagt, du hörst auf in der Politik. Ich will viel aktiver willst du eigentlich. Freier willst du schon. Wäre doch unmöglich gewesen, jetzt als Nationalrat auf so eine Reise zu gehen. Das geht doch gar nicht. Genau. Unmöglich. Genau. Das hast du gesagt, jetzt machst du es. Das ist gut, weil ohne Journalismus first. Also, damit sind wir jetzt in Amerika. Und jetzt ist eigentlich nicht der Donald Trump das grosse Thema, sondern, wie man hören und staunen, der Joe Biden. Mhm. Bist du auch einer von denen, der sagt, du, das ist erledigt, der muss sich rausnehmen, das geht ja, nicht? Das oder würdest du das ein bisschen differenziert anschauen und sagen, eigentlich, er hat jetzt alles so empört tönt, muss man erinnern, das hinterfragen, weil er ist so, wie er schon länger ist. Ja, genau. Also, ich staune einfach, wie jetzt plötzlich da die Panik aufschaumt. Man hat das ja schon längstens gesehen. Der hat ja grosse Ausfälle gehabt. Ich bin immer ein bisschen zurückgehalten mit so Ferndiagnosen. Beim Trump haben sie ja von Anfang an gesagt, der hat irgendwie einen Dachschaden. Das ist sehr schnell, da so ein bisschen Ferndiagnose. Aber man hat schon so Anzeichen gehabt. Und für mich ist das jetzt, was mit den beiden passiert, das ist eigentlich das Watergate von den Demokraten. Watergate war ja, wo der Nixon damals den Einbruch gehabt hat in das demokratische Wahlkampfhauptquartier 1972. Er selber hat das, glaube ich, nicht in Auftrag gegeben. Aber er hat dann angefangen durch angebliches Nichtwissen und Obstruktion, das Geheimnis, sozusagen, wie sagt man denn, guilty by omission, also schuldig durch Auslassung. Er hat einfach nicht transparent aufgeklärt. Und das ist genau das Problem jetzt von den Demokraten. Da kann ja niemand erzählen, dass sie das nicht ganz genau gewusst haben, dass das ein Problem ist. Und das hat natürlich jetzt eine grosse, das ist jetzt ein Glaubwürdigkeitsgau für die Partei. Also der Aufschrei, der jetzt da passiert ist, das ist natürlich dem zu tun, dass man eigentlich selber... Das ist ein Ablenkungsmanöver von den Medien. Der Aufschrei, dass man jetzt versucht, Diskussion auf den Punkt, jetzt muss doch der alte Mann weg, im Himmel, wie könnte der nur auftreten? Das ist ja Wahnsinn, der muss sofort weg. Die Frage, die man eigentlich muss stellen ist, warum haben eigentlich Demokraten das zugelassen? Warum haben sie so lange dem zugelassen? Und wer hat eigentlich den Teleprompter von Joe Biden gestimmt? Wer war eigentlich der Präsident von den Vereinigten Staaten von Amerika? Und da hat natürlich die Partei im Grunde ihrem Land und auch der Welt ein Theater vorgespielt. Aber anstatt dass die Medien über das schreiben, stürzen sie sich jetzt da auch wieder gesundheitsmedizinisch, ferndiagnostisch, einfach nur noch die Frage, dass die beiden ausgewechselt werden müssen. Aber hinter dem steckt ein tiefes Glaubwürdigkeitsproblem der Demokraten, nicht das erste in dieser Auseinandersetzung. Warum haben denn die Demokraten das nicht anpacken, das Thema? Ja. Warum haben sie das einfach laufen und tun jetzt so empört? Was ist der Grund? Nein, der Punkt ist der, wie man doch... Überlegung? Es geht ja nicht mehr um Macht in der Politik. Und die Demokraten werden sich gesagt haben, dass nach der ersten Amtszeit von Trump, wenn wir irgendeinen so einen radikalen Woke-Fanatiker bringen, so einen Ideolog, also so einfach jetzt wie bei uns, so ein bisschen die mehr links aussen, dann verliert der gegen den Trump. Jetzt der Einzige, den wir haben, der schon seit gefühlten Ewigkeiten, vermutlich seit dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg in Washington dabei ist, der Joe Biden,
der ist einer, der so ein bisschen in the middle of the road, der ist ein nice Typ, der hat so ein Charisma, ich habe ihn noch erlebt, als er noch besser zu Wex ist, der hat wie so ein brillanter Autoverkäufer, ist der auftreten mit Tippex lächeln, super aussehen. Silberfuchs. Ja, und sehr, und so, und auch nicht ein Fanatiker, sondern einfach ein guter Typ, oder? Nice Job. Und sie haben gesehen, das ist der, wo wir entgegenstellen können, Trump, und mit dem gewinnen wir die Wahlen, und das ist ihnen ja auch gelungen. Aber sie haben natürlich auch gemerkt, der ist im Prinzip gar nicht mehr, der haben sie wirklich vorgeschoben, wie so eine Art, so ein Avatar oder so eine Person, einfach unter anderem rauszudrücken. Es gibt so eine Karikatur, ich glaube, sie ist von berühmten Gut, heisst er, oder? Von Peter. Also, hindurch all die Leute von der Partei unterstützen, und wäre so ein Sächel. Aber ist der Joe Biden jetzt wirklich so eigentlich schon alt und vielleicht eben auch zum Teil vergesslich, vielleicht eine erste Stufe von einer gewissen Demenz oder so. Ist er das wirklich? Oder ich habe jetzt nochmal den Auftritt angeschaut, mit Distanz, nachdem ich all die Zeit oft nicht live also jetzt am Wochenende geschaut, oder? Trump gegen Biden, er hat die Aussetzer gehabt, die wir alle kennen, aber das sind eigentlich die, die wir dann überall gesehen haben. Aber nachher habe ich es gar nicht so extrem gefunden. Und dann bin ich noch schauen, sind er, wo er jetzt gerne als Gegenoffensive bei dem Journalist von ABC, oder? Wo er ein bisschen vertrauter ist und so. Er war ein Blumenbrand, ist ein bisschen angestanden und hat ein bisschen, so, schon wie auch der Autoverkäufer Joe Biden, hat ein bisschen geredet. Da habe ich gedacht, hey, irgendetwas stimmt, so schlecht ist er jetzt auch nicht. Also gesehen. Er ist interessant, oder? Das ist ein guter Punkt, was du bringst. Wo ich das Duell gesehen habe, war mein erster Eindruck gewesen, der Biden ist eigentlich noch besser zu wegen, als ich gedacht habe. Ich habe gemeint, das ist ganz schlimm. Er hat jetzt so eine Phase gehabt, dort hat er so geschaut, wie so, das ist schlimmste ein älterer Mann, irgendwann morgen um 5 Uhr, über die Straße läuft und sagt, so, jetzt muss ich ins Badzimmer oder so, oder? Wo du merkst, der weiss nicht mehr, wo er ist. Das ist natürlich ein Schock gewesen. Aber das ist eben auch wieder interessant. Das ist vielleicht auch wieder eine Inszenierung, oder im Sinne Theater. Die Politik ist ja auch immer Theater, ist Schauspiel, ist Hollywood für die weniger gut Aussehenden. Und vielleicht überlegen die sich eben, haben die gedacht, ja, haben sie generell Zweifel bekommen an beiden. Jetzt wird das noch aufgehypt, seine Schwäche. Also quasi, er wehrt sich ja jetzt gar nicht dagegen. Aber es ist interessant, was du sagst. Ich habe auch gedacht, ich meine, wenn man sieht, was für andere Entwicklungen da sind, aber offensichtlich scheint sich in der demokratischen Partei eine Art des Bewusstseins durchzusetzen, mit dem können wir in den Trump-Wahlkampf nicht gehen. Genau. Und sie haben jetzt Panik, dass der andere wieder kommt. Sie haben Panik, vor allem um ihre eigene Karriere, um ihren eigenen Job, oder? Weil wenn der Biden verliert, dann hat das auch Konsequenzen für sie. Und ich denke, interessant, dass wir beide eigentlich ähnliche Gedanken hatten, wo wir ihn beobachtet haben. Und jetzt finde ich aber auch seine Reaktion interessant. Weil er sagt, er kennt ja die Spiele schon. Also er weiß, wie das er weiß ja, wie das so funktioniert, oder? Und dann hat er dagegen. Er kennt die Messerstecher in der Politik. Und das ist er lang genug dabei. Meinst du, er kann sich heben? Das ist wirklich sehr, sehr schwierig zu sagen. Für mich ist eigentlich das wichtigste Thema im Moment ist der Ukraine-Krieg. Ich finde das eine unglaubliche Tragödie, was dort passiert. Mir tut übrigens auch der Zelensky leid. Ich meine, das ist ja eigentlich unglaublich. Der war ja ein erfolgreicher Schauspieler, erfolgreicher Comedian gewesen. Übrigens mit sehr guten Beziehungen auch nach Russland. Der hat ja schon angetreten und gesagt, wir wollen Frieden schliessen mit den Russen. Aber irgendwie haben sie den gestoppt. Also die haben ja sehr auch nationalistische Kräfte. Und der hat eigentlich ein super Leben gehabt. Und jetzt ist er da in diesem riesen Debakel. Und da sterben sehr, sehr viele Leute. Und der Krieg ist schlecht. Er ist schlecht. Natürlich auch für Russland. Die Ukraine ist der ganz grosse Verlierer. Europa ist ein riesen Verlierer. Deutschland ist ein Verlierer. Das drückt auf die Stimmung. Es führt zu so einer Verketzerung, zu so einer extremistischen, feindseligen Stimmung, wo du irgendwie jedes falsche Wort wird gegen dich verwendet. Und deshalb wünschte ich mir eigentlich, dass in den Vereinigten Staaten, wo Amerika, wer immer das ist, ich glaube in ihnen, der Trump, bei Biden sieht man das weniger, dass dort einer kommt, der den Krieg beendet. Und das ist für mich eigentlich die wichtigste Aussage von dem ganzen Fernsehduell, dass der Trump gesagt hat, er werde den Krieg noch beenden, bevor er überhaupt ins Amt geht. Und das ist eine Aussage, die keiner aufgenommen hat. Und das hat er gesagt, noch bevor er inauguriert wird, also ins Amt eingesetzt wird, hege das beendet, read my lips. Und das ist das, was ich einfach muss sagen, das gibt es doch nicht. Sind wir eigentlich völlig wohlstandsverwahrlost in Europa? Ich meine, das ist doch völlig krank, dass man das nicht zur Kenntnis nehmen will. Weil der Krieg, ich sage jetzt mal, die Amerikaner profitieren von dem.
Die Chinesen profitieren von dem. Die Russen, denen schadet das, nicht so wie man gemeint hat, aber schadet ihnen. Und für die Ukraine ist das ein absolut, das ist ein Horror. Und wir müssen das lösen. Und Russland bleibt ein Nachbar. Und dass ein Trump das zur wichtigsten Priorität macht, obwohl eigentlich der Krieg im Interesse von Amerika ist, das ist nicht selbstverständlich. Er schaut ökonomisch an, er sagt, schau mal, wie viel Geld wir schon ausgegeben haben für den Krieg, das muss ein Ende haben. Und er sagt, und er sagt natürlich, ich meine, das Dümmste, was wir machen können, das sagt er so nicht. Aber das Dümmste, das ist das Dümmste, dass wir jetzt mit dieser Konfrontation die Russen und Chinesen ins gleiche Lager. Ich meine, das ist jetzt, ich bin jetzt auch kein Außenpolitik-Experte von der amerikanischen Geschichte, aber wenn es etwas gegeben hat, was die Amerikaner immer probiert haben, die Chinesen und die Russen auseinanderdividieren. Wieso sind denn die Europäer auf dem Kriegsritt, wenn man es mal ganz kann sagen, warum? Weil die Europäische Union ist ein System, das die Energie aus den Staaten absaugt. In der EU ist die Summe, die EU ist weniger als die Summe aller Mitgliedstaaten. Und das ist etwas, wo mir aufgefallen ist. Übrigens in einem Gespräch mit dem Viktor Orban im letzten Jahr in Budapest. Das ist das Thema, das ihn auch beschäftigt. Er sagt, das ist wahnsinnig. Wo 2015/16 hat die EU Merkel, die hat schon noch PS auf den Boden gebracht, bei allem, was man heute noch kritisiert. Die haben die Verhandlungen noch geführt, mit Frankreich zusammen, mit Russland. Die haben die Minsker Abkommen gemacht. Wo ist die EU heute? Was machen die? Die nehmen ja einfach nur mehr oder weniger Befehl von Washington entgegen. Du hast ja Frau von der Leyen, die irgendwelche skurrile Kriegsparolen raushaut, eben Gesprächsverweigerungen und so weiter. Die fluchen jetzt. Die eigentlich nichts machen in Brüssel, die ganze Zeit nur dort hocken und irgendwelche mit SMS Pfizer oder irgendwelche Moderna Impfverträge abschliessen per SMS, die regen sich jetzt auf, wenn einer da ein bisschen diplomatische Kanäle öffnet. Ich meine, wo sind wir eigentlich? Und die EU ist wie ein System, wo die Staaten lähmt. Jetzt ist natürlich die Situation, das muss man vielleicht auch noch fairerweise zufügen, die Situation ist nicht ganz einfach. Deutschland fällt aus, oder, bei dem Thema. Warum fällt Deutschland aus? Muss man auch sehen. Deutschland hat natürlich eine belastete Geschichte mit dem Zweiten Weltkrieg. Am Anfang des Zweiten Weltkriegs hat Hitler mit dem Stalin einen Vertrag geschlossen, mit dem Resultat, dass Polen in der Mitte aber angesagt worden ist. Dann könnte die Deutschen heute nicht auf die Russen zugehen und sagen, du, wir machen einen Deal und die behalten den Osten von der Ukraine. Das geht den Russen historisch nicht. Darum ist es wichtig, dass der Orban in die Lücken hineinspringt. Rory Köppel, danke für die Lehrstunde. Danke vielmals, Lesi.